Ich würde so gern einfach schreiben. Ohne ein Thema. Ohne eine Richtung. Ohne etwas zu bearbeiten, das sich angestapelt hat. Ohne all die Materialien und Textmassen, Notizen, Empfindungen, Enttäuschungen und Ängste. Mich einfach wegschreiben. In eine andere Welt hinein und wegschreiben. Mich langsam hineinwagen in Augenblicke, die ich noch nie erlebt habe. In Begegnungen, die ich nie gehabt habe. In eine Welt, wo all das stattfinden kann. Dass ich hier um mich herum und nicht in mir ereignet. Ich würde so gerne einfach ganz leise sprechen. So, dass du ganz nah herankommen musst, um mich überhaupt zu hören. Und vielleicht spreche ich in einer Sprache, die du nicht verstehst, die dir fremd und seltsam vorkommt. Ganz ruhig. Ganz leise. Ohne Hast. Ohne Eile. Einander in irgendeiner Art und Weise näher kommen können. Wie auch immer. Nur nah soll es sein. Nähe soll es geben. Intimität, miteinander, Austausch erleben, Verständnis zeigen, ein Weiterkommen. Ja, ein Vordringen. In die Breiten, in die Tiefen, in die Höhen. Irgendwohin. Aber irgendwohin gemeinsam, miteinander. Nur diese entsetzliche, ungewisse Einsamkeit, Isolation, diese Individualitätsfolter, verlassen dürfen, zusammenkommen, eins werden, über sich selbst und seine unerträgliche Einsamkeit hinauswachsen. Wo bist du? Wo bist du? Wieso antwortest du denn nicht? Wieso schreibst du denn nicht zurück? Wieso klickst du nie den Gefällt-mir-Button unter einem meiner Fotos? So scheiße sehe ich doch gar nicht aus. Ich warte auf dich. Ich würde mich am liebsten irgendwo hinschreiben. Wo es mein Leben, das ich bislang gelebt habe, nicht gibt. Wo ich nicht unentwegt meine Angst, mein Versagen, meine unerfüllten Hoffnungen bearbeiten müsste. Ich würde gerne leise, ganz leise sprechen, sodass du ganz nah herankommen müsstest. Und ich würde in einer Sprache sprechen, die du nicht verstehst. Oder sogar in Bildern. Und du müsstest überhaupt gar nichts erkennen, denn ich wäre ja da. Das würde dir schon reichen. Krise. Die Finanzkrise. Das Auseinanderfallen Europas. Den Zerfall der Demokratie. Es geht um den Untergang. In all seinen Varianten. Das Geld geht unter. Das Vertrauen geht unter. Ich würde dich einfach nur festhalten. Aber ganz, ganz vorsichtig. Aber nicht so lasch. Nicht so, dass du nicht schon wieder nicht verstehen könntest, was ich überhaupt meine. Ob das überhaupt gemeint ist. Ob ich wirklich mit dir zusammen sein will. Das alles würde ich dann in einer Sprache sagen, die du nicht verstehst. Damit du dir meine Worte nicht zu genau anschauen und auseinandernehmen, analysieren und bewerten kannst. Verhandlungsstrategie.
Letzte Rettungsmaßnahmen. Eurobonds. Angela Merkel. Griechenland. Italien. Spanien. WHO. RKI. Der Verfall jeglicher Werte und Richtlinien. Es gibt keine Verbindlichkeiten mehr. Menschen sind nicht in der Lage, sich aufeinander einzulassen. Und entweder waren sie es noch nie, und jetzt ist erst die Zeit gekommen, in der ihnen das überhaupt mal bewusst wird. Oder... Da ist ein Außen. Und dieses Außen ist auch hier innen. Da ist eine Welt. Und die lebt in mir. Da sind Gesetze da draußen. Und die sind hier auch. Wenn ich diese Welt anschaue, dann leben die Gesetze dieser Welt in mir. Und walten in mir und verwalten mich und treiben mich in Richtungen, die ich gar nicht verstehe. Warum kann ich dir nicht einfach mal ebenso vertrauen und alles ist schön? Warum geht das nicht? Warum kann ich dir auf die Frage, ob wir nun zusammen sind oder nicht, nicht antworten? Weil ich nicht weiß, was das heißt? Weil ich nicht weiß, was du von mir erwartest und ob ich diesen Erwartungen gerecht werden kann. Ich kenne das. In dem Moment, wo ich ja, ich will sage, öffne ich eine Tür. Dahinter geht es bergab. Bist du wirklich das, was du vorgibst zu sein? Liebst du mich auch wirklich? Und ich meine damit wirklich, wirklich. Liebst du mich genauso stark, wie ich dich liebe? Lohnt sich das jetzt hier alles mit dir? Will ich das wirklich? Ich mache etwas und du schaust mir dabei zu. Du beobachtest mich und wertest mich aus. Gefährde ich hier gerade unsere Beziehung mit dem, was ich hier tue? Ich liebe dich. Klingt etwas zu unterkomplex in diesem Zusammenhang. Denn die Frage ist ja, wann ich das genau sage und wie, in welcher Tonlage. Und wie ich dich dabei anschaue. Berühre ich dich dabei? Nehme ich mir Zeit? Ist das eine Entlastungsstrategie? Habe ich vielleicht nur ein schlechtes Gewissen, weil ich dich im Grunde gar nicht in all der Gänze dessen, was du bist und sein könntest, wahrnehme? Du nimmst mich gar nicht richtig wahr. Ich weiß nicht, ob du wirklich der Mann bist, für den es sich lohnt, hier so viel Einsatz zu zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich am Ende des Tages auch das herausbekomme, was ich hier mit voller Kraft und mit meiner wertvollen Lebenszeit und Energie einsetze. Wird sich das hier lohnen? Sollte ich mich nicht besser absichern? Andere, potenziell hochwertige, auf gegenseitigem Verständnis und Respekt basierende Beziehungsoptionen parallel kultivieren. Nur für den Fall, dass... Das hier. Eventuell doch nicht. Ganz genau das ist, wonach ich mich all die Jahre so endlos entsetzlich gesehnt habe. Wieso habe ich so entsetzliche Angst davor, alleine zu sein? Wieso ist es so schwer, heute jemanden zu finden, mit dem man einfach nur ein paar schöne Stunden zusammen haben kann? Wieso ist Liebe immer so verdammt harte Arbeit? Und wieso redest du unentwegt nur von unserer Beziehung? Und nie von dir und mir? Warum müssen wir immer nur den Ansprüchen unserer Beziehung an uns gerecht werden? Warum können wir nicht einfach mal das tun, worauf wir Lust haben? Was uns Spaß macht. Uns irgendwie unseren Gefühlen hingeben. Warum müssen wir denn immer an unseren Gefühlen arbeiten? Und woher weißt du das überhaupt alles? So genau, wie eine Beziehung genau auszusehen hat. Wie man zu sein hat, damit eine Beziehung auch funktioniert. Mach mich endlich glücklich. Gib mir endlich all das, was ich brauche, um mich ganz zu fühlen. Wieso kann ich dir einfach nicht vertrauen? Warum schaltest du immer dein Handy aus, genau in dem Moment, wenn ich den Raum betrete? Wem schreibst du denn da immer? Warum stellst du denn andauernd Fotos von dir ohne T-Shirt auf Instagram? Du bist doch jetzt mit mir zusammen. Was suchst du denn immer noch gleichzeitig, während du mit mir zusammen bist? Wieso suchst du denn überhaupt die ganze Zeit? Wieso hört denn das Suchen überhaupt nicht auf? Ich gehe nur kurz aus dem Zimmer und du bewirtschaftest die ganze Zeit deine Parallelbeziehungen. Was suchst du denn eigentlich? Sag doch mal!
Vielleicht kann ich dir ja dabei helfen. Vielleicht kann ich dir ja dabei helfen, es zu finden. Ich entschwinde. Ich bin nur eine Möglichkeit. Vorübergehend. Bis du etwas gefunden hast, das sich besser für dieses Projekt eignet. Die optimale Beziehung. Küss mich. Mach mich glücklich. Und nun check doch nicht immer deine Nachrichten, wenn wir uns küssen. Und lad doch nicht immer Bilder hoch, wenn du mit mir schläfst. Zähl doch nicht immer deine Likes, wenn ich deine Hand halte. Aber was ich wirklich wissen will, ist das. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Du und ich? Hörst du mir zu, wenn ich mit dir rede? Fragst du dich die ganze Zeit, ob da noch was Besseres kommt? Wenn ich dich küsse, fragst du dich dann die ganze Zeit, ob da irgendwann noch etwas Besseres kommt?